Südkorea-Interview mit Sascha Rupp vom FSV Rheinfelden, den wir ja schon lange nicht mehr beim Spiel gesehen haben, der verletzt ist. Oder stimmt's, Sascha? Wie geht's? Genau, ja, Kreuzbandriss gehabt, Meniskusriss, leider jetzt. Wann? Wann war das? Ende August, erster Spieltag gegen Freiburger FFC. Und seither nichts mehr, geht's nicht mehr? Oder das ja, ist doch, ja jetzt auch schon. Langsam wieder, muss halt 8 bis 9 Monate, muss halt pausieren. Sonst ist halt das Risiko zu hoch. Und vor allem jetzt auch in meinem Alter, bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Wie alt? 31. Also im besten Alter. Ja, genau. Nee, aber es wird langsam wieder. Vielleicht dieses Jahr noch letzte 2 Spieltage mit auf die Bank und so. Ja. Aber sonst ein bisschen in der zweiten aushelfen. In der zweiten aushelfen. Genau. Da habe ich was gehört, so neue Karriere als Torwart. Ja, da habt ihr Erfahrung hier. Glück gehabt. War's gut? Naja, wurde gestern ein bisschen angeschossen, haben wir das Derby gewonnen noch. Wie viel? 3-1 gegen Herten. 3-1 gegen Hertha, ja, Glückwunsch. Genau. Und also diese Runde jetzt kein Einsatz mehr. Aber du siehst deine Zukunft schon in der ersten vom FSV Rheinfelden, oder? Ja, auf jeden Fall. Doch, doch. Ich will auf jeden Fall noch mal 1-2 Jahre machen. Weil so ein Abschied ist auch kacke. Weil das war der erste Spieltag, habe kaum gespielt noch in der Saison. Ja. Ja, deswegen auf jeden Fall noch 1 Jahr mit den Jungs. Also das juckt jetzt schon irgendwie, oder? Wenn man die denn spielen sieht und die letzte Zeit auch viel verlieren sieht. Also packen die das noch? Ja, ich sag so, die letzten 3 Spiele, wo der Dani nicht da war, da haben wir halt wirklich viel verloren ohne Torwart. Antreten ist halt in der Liga tödlich. Da ist fast keine Chance, würde ich fast schon sagen. Weil die merken das ja auch noch 2 Minuten und dann schießen sie auf die Hütte und dann steht es auch gleich mal 1-2-0. Ja, da kommen jetzt natürlich Kommentare. Ja, genau. Nee, also wir hoffen ja auch, dass er das noch packt und vor allem, dass man dich wieder sehe auf dem Sportplatz in der ersten Mannschaft. Dankeschön. Und nicht nur als Torwart in der zweiten. Danke. Okay, toi, toi und danke Sascha für das Merci. Interview. Danke.